Hallo und willkommen zum Little Gasthaus. Heute geht's raus aufs Land. Freund Bernd richtet das diesjährige Weihnachtsessen für seine Familie aus. Ja, dann wollen wir mal gucken. Die drei sorgen für den Nachwuchs für das nächste Weihnachtsfest. Von wegen, du Bauer. Grillwerkzeug vom Feinsten. Hier das beste Stück, verpackt und gut gekühlt. Gut 10 Kilo küchenfertige Pute. Einen Tag bevor die Pute auf den Grill kommt, sind einige Vorbereitungen nötig. Die Pute soll gespritzt werden und mit Kräuterbutter, die auch noch separat zubereitet wird. Die Zubereitung der Soße für das Spritzen bzw. Marinieren. Zutatenlisten findet ihr wie immer im Blog Little Gasthaus. Hier die Kräuterbutter, die später unter die Haut eingestrichen wird. Die Butter hätte ein wenig mehr gekühlt sein dürfen. Das macht auch später die Platzierung unter der Haut einfach. Links und rechts zu gleichen Teilen etwas Platz schaffen mit Küchenspatel. Das erleichtert das Einführen. Und wie gesagt, etwas mehr gekühlt, wäre die Butter sicherlich einfacher einzuführen. Hier die Injektionsspritze mit einer speziellen Kanüle. Hier lohnt es sich sicherlich, etwas mehr Geld auszugeben. Billige Sachen kauft man in der Regel mehrmals. Das Ganze bekommt von außen nochmal einen entsprechenden Sonnenschutz. So abdecken und zurück in die Kühlung bis morgen früh. Mittlerweile haben wir Winter.
aber eben nur vorübergehend. So, der zweite Tag der Pute. Die Füllung wird vorbereitet. Auch hier das Rezept wieder im Block. Die warmen Zwiebeln gehören natürlich nicht aufs rohe Fleisch. Nur hier in diesem Fall ist es nicht ganz so tragisch, weil das Ganze unmittelbar verarbeitet wird. Ansonsten besteht natürlich Gefahr, dass das Fleisch durch die Wärme verdirbt. Das Gemüsebett fällt etwas dürftig aus, ist hier aber auch nicht ganz so wichtig, weil wir auf dem Grill mit indirekter Hitze arbeiten und die Pfanne von unten keine direkte Hitze ausgesetzt ist. Der Hautlappen, der schon beim Schlachten entsprechend zugeschnitten worden ist, wird hier kunstvoll mit dem Rest verschlossen. So, der Garraum wurde entsprechend vorgeheizt und ist jetzt fertig für die Aufnahme der Pute. Die Pute in der Größe verbleibt etwa 4 Stunden auf dem Grill. So, wir haben jetzt die Hälfte der Garzeit, also 2 Stunden, erreicht. Die Pute wird nochmal nachgespritzt und 180 Grad gewendet. So, nach gut 4 Stunden, die Pute ist fertig. Ich muss jetzt noch circa eine halbe Stunde gut abgedeckt und warm gehalten. Das Gemüse und die Soße wurden durch ein Sieb passiert und muss noch eindicken. Die Pute wird zerlegt und für das Servieren vorbereitet.
Ja, und wir wünschen an dieser Stelle noch frohe Weihnachten. Danke fürs Reinschauen. Vergesst nicht zu abonnieren. Und ansonsten tschüss und bis später. Bye bye.